Ja, dann geht's jetzt weiter, ne? Yvonne ist schon bereit. Die ist schon heiß drauf, uns zu hängen. Also kleines Fazit zu meiner Killerrunde vorhin gestern. Oh, warte noch nicht. Warte. Nicht so meins. Also beide Killer nicht so meine. So, jetzt. Dann schauen wir mal, was jetzt uns erwartet. Du hast aber auch Glück mit den Maps. Weil du hast ja zweimal das komische Labor da gekriegt. Und jetzt hier so ein Ding, weißt du? Ah ne, das war zweimal, vorher war Markus, ja. Jetzt haben wir ja Yvonne. Bin mal gespannt, was du hat als Killer. Geist. Geist hat sie, okay. Ja, pass auf. Ich mal sagen. Nicht. Hast du schon gesehen, oder was? Ja, ich hab sie schon unsichtbar hinter mir gesehen. Okay. Ich glaube, da kopiert sie wahrscheinlich auch deine Variante. Sie hat aber nichts gemacht, komischerweise. Ja, sie stand einfach nur hinter mir. Ich spiele das gerade zum ersten Mal den Geist. Ja, tut. Ich habe eben auch die Spezialfähigkeiten meiner beiden Killer nicht eingesetzt. Ich bin ja auf die Waffen gewesen. Hm? Quasi. Hat trotzdem gereicht. Ich habe euch beide jeweils geholt. Aber wie gesagt, das ist einfacher gegen zwei Leute zu spielen, als wenn du wirklich dann gegen vier spielen würdest. Ja gut, wenn Sabrina wieder da ist, dann kann ich ja mal gucken, ob ich noch einen finde. Oder zwei, ein. Ein Killer gegen 4 macht wahrscheinlich mehr Laune als nur gegen 2 Gegner. Mhm. Ich guck, ob ich da noch einen finde. Für die DBD-Dinger. So. Seid ihr auch so durcheinander wie ich gerade? Ey, es ist ja eine fürchterliche Map. Ja, ich kenne die Map. Jetzt, pass auf, dass wenn du Herzschlag hast, kann das nicht immer bedeuten, dass der Killer hinter dir ist. Das kann auch über dir passieren. Die Map hat, glaube ich, 2 oder 3 Stockwerke. Ah, hier ist er. Ja, hallo. Ja, hab ich schon. Übrigens hat sie deine Variante kopiert.
Sie macht, gibt keine Geräusche von sich, wenn sie sich sichtbar und unsichtbar macht. Kannst du mal weggehen? Nein. Doch. Scheiße. Die hat sich übrigens wieder unsichtbar gemacht. Alter, gibt es überhaupt Generatoren auf der Map? Ich habe noch nicht einen gefunden. Ja, ich habe einen gesehen, aber ich komme nicht dazu. Generator. Wo bist du? Ganz ehrlich, ich verlaufe mich hier gerade. Ich kenne das. Glaub mal. Das ist eine echt schreckliche Map, sorry, muss man sagen. Gerade noch jemanden. Das ist, heißt das übrigens das Spiel von dem. Also die Map heißt das Spiel, ist von vom Schweinchen und so. Das habe ich schon mitgekriegt, als ich in diesen nachgeahmten Raum aus Saw 1 reingerannt bin. Ja, ganz unten, der, diese Kühlraum, diese Toilette da. Wo er sich das Bein absägen muss. Also ich habe die Saw-Filme nicht gesehen. Also ich kenne nur halt, wie gesagt, die Szene aus Scary Movie. Falsche Bein, falsche Bein. Oh. Geh weg. In your face! Nimmst du noch eine? Vergiss es! Irgendwie komplexe? Kann man sich. Leck mich doch. Kann man sich nicht mal in Ruhe ein? Nein? Ja. Wapp. Das kann doch nicht wahr sein. Oh. Da hängt die Mische einfach auf. Man kommt dazu, mal einen Generator zu machen, ne? Wenn ich mal einen finde, ich habe noch nicht einen entdeckt, ich bin jetzt schon dreimal durch die ganze Map gerannt. Also ich weiß, dass im ersten Stock auf jeden Fall Minimum einer ist. Ich weiß halt nur nicht, ob die hier unten noch ab hier noch mal einer ist. Hier hinten noch mal einer ist. Also mal ganz kleiner Tipp, acht auf geschlossene Türen, dahinter befindet sich meistens ein Generator. Also diese Tore, weißt du? Die zusehen ist halt ein Generator. Das ist der Vorteil bei der Map hier. Ja,
Ja, die Map ist nicht einfach. Ich bin froh, dass ich relativ einfache Maps bisher bekommen Vorhin war auch knapp, da ist sie schon mal ganz knapp, da hat sie sich gerade gejagt, da war ich in der Nähe. Und dann habe ich in der Ecke gehockt und dann ist sie so an einem der so einer Durchgänge so vorbeigelaufen. Ich dachte, hat sie mich jetzt gesehen? Aber sie hat mich komischerweise nicht gesehen. Da freut sich aber jemand. Ein Kullerkeks freut mich. Ich sehe hier wie Katz und Maus. Ja. Wieso ich höre ja so einen Generator? Ja Mensch Markus, wieso musst du das, machst du das nochmal so auffällig? Ich mache mich da so eine Ecke schön sichtbar und dann komme ich da so schön um die Ecke. Ja, ich hab's gemerkt. Du hast wieder verloren, ne? Boah, ich erstmal zu finden, ne? Ja, ja. Das ist das halt, ne? Alter, habe ich mich jetzt für diesen komischen Schweinekopf hier erschrocken. Vergiss es. Das geht hier. Ach, da geht's runter. Scheiße. Leck mich doch. Aber Gott, die Palette scheint ins Gesicht gezogen, weg. Seine. Markus, hast du mittlerweile einen Generator gefunden? Noch nicht. Ernsthaft nicht? Also ich bin ja der zweite ist was halb durch oder so, den ich hatte. Aber da wurde ich ja von irgendwas Geisterhaftem gejagt. Ich bin ganz unschuldig. Hm?
hier so rumtapst, ey. Jawohl. Welcher war denn das, Markus? War das der schon angefangen war? Kann sein, keine Ahnung, weiß ich jetzt gerade nicht. Hat er sich schon bewegt, als du dran gegangen bist? Ich weiß es jetzt gerade wirklich nicht mehr. Also es wäre tatsächlich gar nicht mal so eine schlechte Info gewesen. Mal gehen, bitte. Ja, war der. Ernsthaft, Markus? Kommt der da echt vor mir aus dem Schrank raus? So ähnlich wie du bei mir eben gerade auch. Da habe ich mir auch direkt vor der Nase rausgegrüft. Ernsthaft, Markus? Aber du bist dreimal oder so an mir vorbeigelaufen. Wer hat dich nicht geheilt? Sau geil! Vor allem hat auch der Trick von davor auch schon geklappt. Ich hab dich voll in die falsche Richtung geschickt. Um diesen Haken zu setzen, ne? Mhm. Du musst dir wirklich die Folge aus meiner Sicht dann mal angucken, Kev. Du musst dich kaputt lachen, wie oft sie an mir vorbeigerannt ist. Aber wenn ich ehrlich bin, ich muss mal auch gerade sagen, die Map ist auch nicht ganz. Die ist ja auch aus Killersicht nicht ganz einfach. Wegen den Stockwerken, ja. Hm. Klung. Also mach mal ruhig selber, mach selber, ist okay. Kann nicht mehr, weil es alle. Dann einfach kurz ausschauen, ob sie nicht irgendwie kommt. Abflug. Jawohl, ja. Genau unter Markus, wo er hing, war noch der letzte Generator, den ich noch zu Ende gemacht habe. Das ist echt schwierig, ey.
Die Map ist, das muss ich dir aber auch so sagen, ja, die ist definitiv. Hä? Ich hatte vorhin schon einen Generator gefunden, nur in dem Moment kamen sie gerade. Wenn ich was gesagt hätte, hätte ich mich verraten. Sie stand nämlich dann vor dem Generator als Geist, guckte den Generator und drehte sich wieder um und ich in der Ecke so, geh wieder weg, bitte geh wieder weg. Und ich sag so, nein, ich habe keinen Generator gefunden, natürlich nicht. Ja, klar spielst du das anders, spielst du das so aus. Aber ich muss mal Spiel neu starten gerade. Ja. Das hat sich nämlich bei mir gerade, ja, gefrost. Das hat sich aufgehangen. Hm. Ja, bekannter Fehler, ja. Moment. Gut. Weil sie spielt jetzt nochmal Killer. Kleine technische Probleme, Schwierigkeiten. Kennt man ja bei DBD. Das kennt man ja bei DVD. So, dann lade ich euch mal wieder ein. Und nein, ich spiele nicht Killer. Und dann ich spiele Überlebende. Oh, das war zu schnell. Überlebende. Überlappende. Ja, mal gucken. Also ich habe ja auch mal versucht, online als Killer zu spielen. Das ist sau schwer. Ja, es ist nicht das ohne. Ich hatte heute Level 11er und 9er dabei. Also die haben mich mal richtig nass gemacht. Die anderen, die 19er und 20er, die so auf meinem Niveau spielen, die habe ich schon geholt. Habe ich 2 bzw. 3 geholt. Ja, ich habe auch schon Leute aufgehangen und alles, aber hinzukriegen, dass keiner abhaut, das ist... Das ist schwierig. Das habe ich bis jetzt, glaube ich, auch noch nicht geschafft. So. Markus, du fehlst noch. Ja, ich muss doch mein Zeug wieder einstellen. Achso, ja, gut. Habe ich das bei mir geschafft? So, habe ich die noch drin? Ja. Aber ich mach mal.
wenn wir beide auf die Idee kamen. Das Gespenst, aha. Sie spielt meinen Killer. Den Killer, den ich auch schon gespielt habe. Ziemlich am Anfang mal. Da war ich als freundlicher Gespenst von dem Mann. Aber jetzt kann ich ja mal ernst machen. Ach ja, das Ding, was dann so da steht. Das ist lustig. Die ist echt lustig, die Alte. Ja. So, Michaels Map. Ach, die Map, okay. Michas Map. Oh, Markus ist besessen. Was hab ich denn bekommen? Naja. Leider nichts, was ich brauchen könnte. Aber, naja. Ja gut, für Yvonne ist das jetzt eine etwas einfachere Map als das, was davor war. Ach nein. Die Gute spielt mit dem Fluch. Hat sich jetzt erledigt. Was hat's denn drin, Yvonne, für einen Fluch? Ich weiß es gar nicht. Okay. Naja, der ist ja jetzt. Hab ich's erledigt. So gerne ich ihn spiele, so ungern spiele ich gegen ihn. Trotzdem froh, dass wir beide ziemlich unbeschadet aus der bei der Map eben rausgekommen sind. Ah, man muss auch sagen, die war trotzdem fies. Als Killer ist die nicht ohne. Ich finde jetzt Überleben da schon schwierig.
Okay, sie hat scheinbar irgendwas drin, womit man nicht durch Fenster oder so springen kann. Doch. Eine gewisse Zeit nicht, oder? Das liegt am Generator. Was geht denn überhaupt? Noch kein einziges Mal gesehen. Meiner Meinung nach kann das auch gerne so bleiben. Ja, bei so wenigen Generatoren ist es immer sehr schwierig, die auf der Karte zu finden. Oh, hallo. Wurde angeschnitten. Ich will nicht so aussehen wie du. Kommst du klar? Aktuell schon. Gut. Wie sieht es bei dir generatorenmäßig aus? Also einen habe ich schon gemacht. Also Generatoren noch nicht, ich habe andere Sachen gemacht. Was hast du gemacht? Totems kaputt, ne? Ja. Habe ich schon zwei. Also ich finde aber gerade auch gar keine Generatoren. Du. Die Geister im wahrsten Sinne des Wortes auch hier so ein bisschen durch die Gegend. Aber ich sehe halt keine Chance, einen Generator irgendwie jetzt gerade zu machen. Also die wahrscheinlich. Nee. Oder? So.
Leck mich doch! Leck mich doch am Arsch, ey! Genau da sind vier Schrecke, die unten stehen. Und welchen finden sie mich? Meinen. Ja, ja. Hilfe? Kann man mich irgendwie vom Haken holen? Ach scheiße, der hilft auch gehört. Nein! Hey, so eine Runde, die eigentlich relativ gut lief. Ah, ist vorbei. Hier sind wir schon rausgekommen. Hier hätten wir es vielleicht auch schaffen können. Mist. Im selben Schrank ist das dein Ernst? Im selben Schrank, ja. Ich habe da auch unten gestanden. Ich habe den Generator angefallen, der kam so runtergeschissen und dann nehme ich in den Schrank rein. Und genau von den ganzen, einfach von den vier Schränken, den ersten trifft es direkt. Ja, egal, scheiß drauf. Passiert. Hätte auch klappen können. Bye bye, adios. Auf Wiedersehen. Willst du wissen, was ich die ganze Zeit gemacht habe, Kev? Was denn? Haken sabotiert. Ich habe die ganzen Haken kaputt gemacht. Ja, die kommen aber nach einer gewissen Zeit wieder, ne? Ach so, die, das wusste ich nicht. Ich dachte, die gehen nach drei Minuten oder so, kommen die wieder. Ja, ist natürlich, wäre ja auch scheiße für einen Killer, wenn auf einmal kein Haken mehr da wäre. Ja. Nee, wenn ich ehrlich bin, lieber wäre es als Generator gemacht. Ich habe einen Generator gemacht, den einen, der da unten war, Teil. Ich habe aber auch kaum welche gesehen, muss ich ehrlich sein. Den einzigen, den ich gesehen habe, den hattest du schon gemacht. Ja, der andere, der war unten, wo du im Schrank saßt. Und noch, ja, den dritten habe ich aber auch nicht gesehen. Ja, scheiß drauf, egal. Wollen wir noch weitermachen oder wollen wir Feierabend machen für heute? Mir ist egal, wir können noch ein bisschen, aber wir können auch aufhören, wie ihr wollt. Ich würde jetzt auch warten mit Kill Your Friends, bis wir wirklich zu viert sind. Oder vielleicht sogar dann nur noch einen fünften suchen. Weil es geht teilweise so schnell gegen zwei. Das muss man sagen. Man muss halt nur einen irgendwie ausschalten und dann ist das Thema eigentlich fast schon verloren. Ich würde dann sagen, einfach wir spielen jetzt nicht auch mit der Aufnahme, sondern wir spielen einfach so noch ein bisschen auf offene Lobbys. Wenn ihr Bock habt. Ja.